So, jetzt sollte eigentlich der Stream laufen. Okay. Ich hoffe, der Stream läuft jetzt. Eigentlich müsst ihr mir auch gleich hören. Oder jetzt hören. Lul. Oh, oh, hallo. Ah ja, okay. Eine Frage nur an euch so. Höre ich mich irgendwie anders an? Schlechter, besser? Weil ich habe ein paar Settings geändert. Und dann wollte ich einfach nur fragen, ob sich anders, besser, schlechter anhört. Ist wie immer, okay. Ja. Keine Ahnung. Es dürfte eigentlich an manchen Stellen besser sein. Also von der Tonqualität, also wie ich mich anhöre, meine Stimme. Die müsste an manchen Stellen besser sein, weil ich jetzt so ein paar Limiter und Compressor oder so drin habe. Und die ändern ein bisschen die Tonqualität, also vor allem im hohen Bereich, also wenn ich jetzt mal wieder laut schreie, dann wird der Kompressor das halt so ein bisschen runterdrücken, dass ihr nicht direkt Ohrenkrebs bekommt. Und wenn es viel zu laut ist, und der kommt. Alter! What the fuck? Wenn der Kompressor damit nicht klarkommt, dann ja, wird es einfach komplett abgekattet. Oh. Sollen wir jetzt einfach schon starten oder nicht? Ich weiß es nicht, weil Linus ist ja irgendwie tot oder so, also sein Internet besser gesagt. Wäre ganz mal interessant, das zu wissen. Macht einfach, okay. Wir sind ja alle schon in einer Kolonne. Das ist doch schon mal schön. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir gleich mal anfangen mit dem Schaurennen Remix. Dann probieren, oder nee, wir können erstmal mit den ganzen PRs dann Dingern. Das kann Stunden dauern, bis ich, wie lange hast du überhaupt Zeit? Achso, ja, ich habe jetzt eine Stunde Zeit. Ungefähr, bisschen mehr. Eine Stunde 15. Weil heute habe ich noch was vor. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen jetzt an. Und dann gucken wir, weit wir kommen. Also wir probieren dann noch den iPad zu bekommen. Deswegen machen wir jetzt so Foto-Challenges und Dings. Aber wir werden es auf jeden Fall nicht schaffen, weil ja, das ist halt einfach viel zu wenig Zeit, um das hier alles zu schaffen. Ah ja. Ja. Also wir machen ja jetzt auch nur alles, damit wir den iPass schaffen. Vielleicht zeigen wir den gleichen iPass einmal ganz kurz. Also man kann den ja schon fahren, aber halt, ne? So wie der sich dann auch so wirklich fair, was man für Tuning machen kann. Oh ne, ich hasse diesen Jump. Das ist einfach der schlimmste Jump, den es gibt. Oh, womit habe ich ihn immer gemacht? Warte mal, also ich probiere es jetzt einmal mit dem Ferrari. Ah, ne, das war nicht das, was ich machen wollte. Hier wollte ich drehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht funktionieren wird damit. Weil, auch der Jaguar, der nur einen Gang hat. Hä? Also, die meisten Elektroautos haben tatsächlich nur einen Gang, Arti. Weil die so andere Methoden haben, um schneller zu werden. Ich hasse diesen Jump, ne? Das ist einfach. Der gibt mir echt einfach alle Krankheiten. Guck mal, man kann einfach nicht. Man kann ihn nicht nehmen. So. Da hole ich jetzt härtere Mittel raus. Toyota Bartra. Leider ohne. Dings hier ohne Stone, nee, Bad Dragon Lackierung. Weil Forza sagt, das ist verboten, ne? Ja. Ne. Ja, was spawn ich jetzt schon wieder? Okay. Hab den nicht mal. Ja, der Regera hat ja auch noch was anderes, aber das ist noch anders als ein Elektroauto. Guck dich an, wie langweilig dieses Auto aussieht. Ja, genau. Hä? Warte mal, hat
Aber beim Regera funktioniert es noch ein bisschen anders, glaube ich. Also von der Grundidee ist das gleiche, aber. Ja. Habe ich sogar? Nee, hab ich auch gelöscht, weil ich dachte, dass es das erst wäre. Aber ich hatte eine Anime-Lackierung, wo so ein Anime-S drauf war. Und dafür wurde ich nicht gebannt. Und dann schreibe ich Bad Dragon drauf. Ja, nee, das ist also. Das kann ich schon verstehen. Das soll schon immer gebannt werden. So, dann nehmen wir mal den 599XX Evolution. Evolution. Und dann machen wir mal den Rest. 329. Da würde ich einfach sagen, wir kommen hier schmackhaft von da. Und dann MC Boombers. Ah, ja. Dann rasen wir mal lang. Okay, Auto im Weg. Thanks for nothing. Ich habe auch ein schönes Tuning, wo man richtig geil um Kurven fahren kann. Ah, und dann easy peasy. Neue Personal Best sogar. Cool. Und was ist das letzte? 232, okay. Bin gespannt, wann die neue Corvette ins Spiel. Ja, die heißt Corvette C8. Macht ja auch Sinn, wenn da vorne C7 kam. Und ja, da freue ich mich auch drauf, weil ich finde die schon ziemlich sexy so. Okay, wie viel habe ich geschafft? Das wird mir nie angezeigt. Danke. Ah, ja, okay. Ja. So. Ich würde euch jetzt eigentlich fragen, wie weit ihr seid. Aber das mache ich nicht, weil ich keine Zeit habe. Deswegen, Schaurennen Remix. Zack, rein da. Womit fahren wir denn heute wieder? Oder ist es einfach nur wieder das gleiche, nur im Winter oder so? Das wäre dann echt boring. Geil, wie das irgendwo mitten auf dem Strand einfach ist. Ah, meine Kolonne eventuell erstellt. Okay. GTA, ja. Der ist nicht Cockhead oder so. Ganz kurz am Ausmachen. Okay, und hier ist euer Bild. Einmal ein bisschen den Ingame-Sound pushen, weil ja, ihr mögt den ja so gerne. Oder lustig, wenn wir den iPace fahren wegen Ingame-Sound. Haha. Prank. Oh ne, wir fahren wieder dieses Kackauto. Ach, wow. Arti hat einen Joke kapiert. Da muss man doch mal klatschen hier. Oder wie in der Schule so richtig gay klopfen so. Bin immer so dumm. Dann präsentiert so jemand was und dann klopft die ganze Klasse so. Lol, wir können klopfen. Emil cheatet einfach schon wieder. Er ist einfach an 1. Was ist da los? Los geht's los. Ja, das macht tatsächlich Spaß. Und ich hol's mir auch bald. Yay. Ja. Hä? Oh wow, ich hab einfach Emi ausgelacht, weil er gegengefahren ist und ich fahr gegen das nächste. Mann.
Kann Cortana sich mal selbst löschen gehen oder so von allen Windows-PCs? Das ist das Innere von Kira, wo wir hier sind. Na, Arti, wollen wir hier sein, wenn das passiert? Ja, ne? Alarm, Alarm. Cortana an alle Luftunterstützungseinheiten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten für eine LZ zur sofortigen Evakuierung. Wiederhole, alle Luftunterstützungseinheiten zur LZ. Cortana, ich habe grünes Licht von 3, 4, 5 Pelicans. Sind auf dem Weg zur LZ. Tun Sie Marines besser weit dort ein. Wo ist Adi denn? Oder Adi denn verkackt gerade? Ja, mit solchen Leuten soll man ja arbeiten, ey, mein Gott. Logik Offroad-Wagen kommen nicht über den Sch. Oh, Junge, die Reifen, Alter. Klar und deutlich, Cortana. Da sind wir wieder. Wir haben dich so vermisst. Bitte aktiviere dich wieder auf unserem PC. Wir wollen dich doch haben. Safe, wir halten mehr als 30 Sekunden aus. Wir fordern einfach Cortana heraus. 15 Sekunden, oh, ja, ja. Nein, wir haben es nicht geschafft. Jetzt sind wir alle tot. Ja, ich habe Emil gedNF'd. Alles, was ich je in meinem Leben wollte, habe ich erreicht. Ja, wir haben es nochmal geschafft. In der allerletzten Sekunde. Boah, sind wir krass. Und ein super Wheel Spin, Alter. Ich krieg bald einfach Geld. Danke, Emil. Das bedeutet mir sehr viel. Das ist einfach das Beste, was ich je in meinem Leben erreicht habe. Ich möchte gerne sterben. Warte ab. Hä? Nein, hallo? Was? Nein. Wir müssen heute echt pushen, ne? Heute. Heute ist echt ernste Situation. Weil, ne? Zeit ist Geld hier. Und wenn Geld nicht da ist, ist auch keine Zeit da heute. Also ich will heute echt das Beste von euch sehen. Männers. Wow. Wäre schon cool.
doch welche. Nee, ich muss mein Geld für Forza Horizon 3 aufsparen. Hab momentan kein Geld für Zeit. Meine, die Zeit ist fast so teuer wie das Wasser oder wie das Dingswasser in ja, aber guck mal, stell vor, du hast einfach 25 Euro wie ich. Ja, dann ist schwierig. Weil eine Stunde bei mir kostet 5 Euro. So, und dann jetzt rechne ich erstmal hoch, ne? Und man zahlt ab der ersten Minute. Und was macht Adi da schon wieder, ne? Der ist schon wieder. Der sneakt schon wieder in irgendeiner anderen Lobby rum. Aber dann ist halt eine Stunde ist dann 5 Euro. Und wir haben jetzt eine Stunde. Heißt, 5 Euro sind schon weg. Und wenn wir jetzt nochmal eine Stunde draufpauen, es ist ja nur die erste Minute. Also, ich könnte nur 5 Minuten länger streamen. Dann sind das 10 Euro. Und dann habe ich gar kein Geld mehr für Forza Horizon 3. Dann kann ich mir nur die Shadow Edition leisten. Was ist denn das? Wer bin ich denn? Und dann machen wir lieber 30 Minuten weniger Stream. Und dann machen wir Forza Horizon 3 Stream später. Wo dann die Stunden nichts mehr kosten. Ja, ich weiß, die Ultimate Edition bei Forza Horizon 3 ist einfach Müll. Wie viel kosten die eigentlich? Weil dann können wir ja heute gar nicht mehr streamen. Spaß. Nein, ach Junge. Ich meine die Porsche Packs, die Packs alle. Die mussten da, die haben auch irgendeinen Preis. Okay. Ach so, gerade mal 6 Euro. Pro Pack oder was? Was war das für eine Abzocke? Ach ja, ich muss mich auch für online. Moment, was soll denn. Kann man. Weißt du, ob man sich die noch später kaufen kann? Oder ob man die direkt holen muss? Weil, ja. Ah, okay. Ja, wir fahren dann halt mal hier das hier, weil das ist das schnellste Event, was es gibt. Ja, ist es dir nicht aufgefallen? Fragezeichen. Okay, nehmen wir mal das schnellste, was es gibt hier. Das ist der Sondereier. Hä, hey, Lino, hast du irgendwie nichts mitbekommen von der Welt? Wobei Divo wäre auch ganz krass, weil wie denn ohne Inter. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall, Forza geht ja irgendwie down in 20 Tagen oder so. Und dann haben die aber gesagt, so, ja, hier gönn euch das Game für 75% Rabatt. Und ja, ich bekomme bald Geld und dann, ja. Investieren. Ne, weil, falls ihr es noch nicht wusstet, ne, ich wusste es auch noch nicht, aber jetzt weiß ich es. Der Divo, also der Bugatti Divo, ist einfach übel, also der ist ja so übel schwer und übelst kacke, aber in S2 auf nass ist der so insane, dieses Auto. Das hat einfach so viel Grip und kommt so gut durch die Kurven, das ist einfach dumm. Es ist wirklich dumm. Das ist halt einfach so unfassbar insane. Das ist halt einfach, ja, was will man da machen? Also, aber jetzt, Leute, jetzt will ich auch was sehen, ne? Wenn ihr schon OP-Karren nimmt. Dann will ich auch was sehen. Jetzt von euch, ne? Das wisst ihr jetzt aber auch. Ich will jetzt hier eine 1, 2, 3 stehen haben. Das wusste ich sogar mit dem Divo. Ja, deine Kindheit ist ja auch. Nein, das ist ja bei Fluff, aber du hast ja auch 3000 Stunden, das musst du ja auch wissen. Siehst du, ich bleib mein Wagen. Trotzdem will ich jetzt eine 2 oder 3 sehen bei dir. Oder eine 1. Mir ist es egal. Und der ist nicht OP. Ja, ich weiß. Aber ist schon sehr gut.
Vor allem auf Nass ist der sogar in den Top 5. Also jetzt von den nassen Autos so. Und der Rangliste. Ah, alles klar, Digga. Hier hätte ich eigentlich noch den VW nehmen müssen. Aber ja, der tut's auch hier. Der Pagani. Ah ja, okay. Danke, KI. Junge, schau mal, KI. Was ist los? So, also ich bin schon mal auf einer richtigen Position hier. Arti kommt auch nah, aber... Ah ja. Aber da darf keine KI zwischen sein. Da muss er jetzt eigentlich Zweiter werden. Und Emil der Braun. Ah ja, jetzt sind wir richtig. Und Emil der Braun noch ein bisschen. Na, der muss noch ein bisschen kämpfen. Gegen die KI. Ah, Fünfter, das ist schon mal... Geht schon mal in die richtige Richtung. Direkt schon mal irgendeinen Vorrat schon abgeschlossen, natürlich. Weil, ne? Krass halt. Aber der Sonderlauf ist tatsächlich auch sehr stark. Ich meine, der war ja auch in Forza 3, glaube ich, sehr gut. Und das ist halt immer noch. Emil, ich will da eine 2 sehen, eine 3 sehen, meine ich. Machen wir auch eine 2, wenn du Adi überholst, aber. Der muss auf jeden Fall mindestens eine 3 stehen. Also mit der 5 bin ich hier nicht zufrieden heute. Wir wollen ja wirklich heute eine Glanzleistung hinmachen, hinlegen. Ah ja, ja, es geht schon mal in die richtige Richtung. Ein hasse noch. Aber ich mag den Pagani. Das ist ein nices Auto. Das haben wir auch früher in Need for Speed 2012, also das, was eigentlich alle hassen, das habe ich halt gespielt. Und da fand ich dieses Auto immer richtig geil. Ich bin immer rumgefahren. War immer das coolste Auto von der Gang. Emil. Oh, und Arti auch noch. Also, mein Gott. Nee. Wie soll man denn so kooperieren hier? Mit so einem Team. Vorsicht, alter Sack. Ja. Wollte den auf. Ja. Immerhin ein Ehrenmann, ne? Aber hier geht's nicht um nett sein. Hier geht's nur ums pure Gewinn. Alles besser als 12. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber trotzdem ist er ganz gut. Auch in FA4 ist er gut. Der ist echt gut. Wieso sind das nur so klein? Hätte ich schön meinen Volkswagen jetzt rausholen können, ne? Hätte ich ja alles rasiert. Ja, ist schon geil. Ist schon geil. So, Emil, schaltest du vorne, jetzt wollen wir ja auch was sehen, ne? Ich schieb dich auch an, wenn du willst. Aber lauter Auto, besser Auto. Beste Auto, meine ich. Voila, der M3 tiefer gelegt von Onkel ja, von Onkel. Richtig laut, Junge. Hakrapovic, Ralapovic, alles drin. Downpipe, Uppipe, Rightpipe. Dual und Triple Exhaust, Junge, alles drin. Turbolader, alles drin, extra laut. Junge, richtig krank, schwöre.
Ja, guck mal, so ein Leaderboard will ich sehen. 1, 2, 3. Und was anderes ist einfach inakzeptabel. Und da gibt es auch Konsequenzen. Echt? Krank. Aber Alpes? Kein Sound. Kein Turbolader, kein Akrapovic, kein Exhaust, Junge. Gar nix. Kein Sound. Hä, hey, wie kann man denn den Forza-Flügel gar nicht sehen? Hallo? Nee. Eher weniger sterben. Jaguar, I-Pace, Forza, Arrow, Bilder. Nee, gibt's keine Bilder. Schade. So eine Mikrolippe. Also meinst du hinten oder vorne? Ja, das, ich weiß nicht, was die momentan haben, ne? Da hätte ich jetzt einfach meinen Volkswagen rausgewippt. Aber ne? Ne? Da will mich das Game aber echt pranken. Hallo? Ja, Arti. Aber solche Mittel müssen auch mal genutzt werden, ne? Das ist mir auch egal. Du darfst hier alles benutzen, solange deine 1, 2, 3 steht. Die blau ist. Das gleiche gilt auch für dich, Emil, ne? Gegen die KI darfst du alles machen, was du willst. Ja, nur nicht Checkpoints verpassen. Und dann noch deine Teammates dabei blocken. Das ist eher kontraproduktiv. Oh, Digga, dieser Pagani, ne? Der schreit aber auch echt, ey. Und der fliegt hier über den Track, ey. Das ist doch insane. Ah! Okay, hä? Irgendwie habe ich einen Checkpoint bekommen. Hab keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Und was die KI da gemacht hat, aber... Das war aber was ganz Besonderes. Nein, KI, nein, du schiebst dich nicht raus. Thank you. Okay, wir gewinnen mit 50 Punkten. Wir müssen jetzt die Position hier stabil halten. Also Emil, da muss noch ein bisschen was gehen. Adi, verpass einfach keinen Checkpoint. Und dann kriegen wir das hin. Und immer noch ein bisschen Angriff auf den ersten. Weil mit seinem Kakunigen, da schafft er doch eh nichts. Ah ja, Adi, das ist das nenne ich hier mal richtiges Teamwork. Oder hier Anstrengung. Da hat er sich noch. Ich habe gerade meinen Spoiler weggekickt. Das fällt mir gerade auf. Naja. Und habt das auch gesehen? Lino, also das sieht man jetzt nicht, aber Lino hat endlich sein Profilbild geändert. Bei Forza. Hä? Okay, ich hab's auf Video, weil das kann ich jetzt sagen. Ich hab dich nicht berührt. Alter, das wollen wir jetzt hier mal sehen. Nee, das war hier nicht.
War das hier? Nee, das war. Ah, doch, das war knapp hier. Okay, pass auf, jetzt kommt jetzt kommt Videobeweis hier. Ja, dann machen die Qualität immer ein bisschen höher, damit ihr auch was seht. Ah, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen pushen. So, guck. Nix berühre, nix berühre. Nix zu meckern. Nix zu meckern hier, nix zu meckern. Alles legit. Ah, und Bild wieder an für euch. Alles legit. Ich wurde nicht zum Russen. Ich war schon immer ein Russe. Wir machen den Stream-Modus immer. Okay. So. Als nächstes machen wir mal schnellste, was geht. Was macht man hier? Nein. Ja, wir machen das. Oder wie. Was muss man Prüfung machen? Jetzt muss man Prüfung hier suchen. Ich habe meine Meinung geändert. Wir machen jetzt wohl doch das hier. Straßenszene SU. Er will zu Luca. Ja, ich war eigentlich schon immer Luca. Das ist eigentlich nur eine Person gewesen. Meine Kolonie. Ja, wahrscheinlich freust du dich schon seit Ewigkeiten, Alter. Ist die Frage, was fährt man hier, ne? So ein Rammer Ben Tiger, schon schmackhafte Weise. Aber so ein Lambo. Lambogina. Nein, nee, nee. Das ist eine Lüge. Die kann doch nicht noch nerviger sein. Als ich freue mich schon auf diese Herbstmeisterschaft. Ich bin komplett mit Crack vollgecrackt. Und Kokain und alles. Und voll gehypt auf diese Sommermeisterschaft. Ja. Und werde hier gezwungen, jedes Mal den gleichen Text einzuschreien. Ja, Sommermeisterschaft. Oh, was kann es denn Besseres geben? Alles gut, alles gut. Alles in Ordnung. Was könnte denn schief sein? Ich verstehe es jetzt nicht, was du da meinst. Ist alles in Ordnung. Wieso ist mein Stream so krass delayed hier? Ah, jetzt ist er wieder. So, einmal runterschrauben, die Qualität. Okay. Nee, mir geht's gut. Alles in bester Ordnung. Wer hat denn da ein Auto geklaut? Ah, ne, ist ja gar nicht mein Auto. Glaube ich dir nicht. Okay. Ah, glaube ich dir auch nicht. Glaube ich mir selber auch nicht, aber ja. Muss man mal machen, ne? Muss man mal machen. Also, ich war nicht zufrieden mit euch, ne? In dem letzten Mal. Das muss ich jetzt hier ändern. Ich meine, der Kopf glüht von Emil, das muss schon was heißen. Also jetzt muss auch kicken. Ah, hat jetzt schon mal kein Anime-Design, das fängt schon mal schlecht an. Aber wenn Emil Kopf glüht, dann glaube ich an unseren Sieg. Das ist mein Glückszeichen. Und wenn der Mini kickt, dann. Das ist einfach ein Zeichen vom Autogott. Vom Forza-Gott, besser gesagt. Der will einfach, dass wir gewinnen. Alter! Was ist mit dem? Was ist mit dem passiert? Habt ihr es gesehen, oder? Oh.
das. Das zeige ich nochmal am gleichen. Oh, Alter, was war das denn? Junge. Alter. Was eine Scheiße. Ja, Emil ist on fire. Das sieht man auch in unserer Platzierung. 1, 2, 3, so wie ich es gerne haben würde. Okay, sobald ein... Oh, den wollte ich jetzt nicht rammen, aber... Ja, ist einfach passiert. Es ist passiert. Ich wollte es nicht, aber die Kraft war zu stark. Ne, ist auch kein Mini. Ne, Emils Kopf ist am Glühen. Wegen der, glühelektrischen Effekt. Ach, schrecklichste Hausaufgabe, die es gibt, ey. Der glühelektrische Effekt. Juckt doch gar ein Schwein, ey. Ist das ein Mini? Ne, bisschen zu groß für ein Mini. Aber, ja, wobei, war auch ein kleiner Wagen. Komm, ein Mini muss da noch geben. Kritisch. Okay, warte, das will ich jetzt nochmal ganz kurz zeigen. Das war ganz am Anfang des Rennens, irgendwann. Irgendwo hier. Schreiben wir die Qualität auf. Genau, da habe ich den ersten Mini weggerammt. Und dann war da noch so ein zweiter Mini irgendwo. Wann kommt da? Kopf in Be- Da war's. Das ist echt nur für einen kurzen Moment, aber da war's ganz kurz. Und zwar hier habe ich den Mini weggerammt. Und dann, gleich wenn ich mich umdrehe, dann kommt's. Hier, ich drehe mich um. Da kommt der Mini. Ich drehe mich um, zack, der Mini fliegt einfach weg. Richtig nice. Achso, warte mal, vielleicht soll ich mir den... Eine Sekunde. Soll mal den Chat hier wieder umlegen. Okay. So. Wieso ist der Chat jetzt komplett weg für mich? Ah, da ist er. Irgendwas ist gerade sehr kaputt. Aber ich kann es gerade nicht fixen, weil ich Forza spielen muss. Ah, okay, es geht wieder. Jetzt wird mir nur... Okay, Kopfinnenbeleuchtung, ja. Oder natürlich der glühelektrische Effekt. Das weiß man ja nie. Ja, jetzt muss es doch mal ein Mini geben hier. Weil wir müssen ja unseren Spaß in Forza haben, ne? War das nicht gerade ein... Ah, ne, es war kein Mini. Okay. Man muss ja auch mal ein bisschen Spaß in Forza haben, ne? Es geht ja nicht immer nur ums Gewinnen. Es geht natürlich nur um Spaß und ums Gewinnen. Und, also nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, Erster, Zweiter und Dritter zu werden. Aber nicht ums Gewinnen. Man muss nur Erster, Zweiter, Dritter werden. Gewinnen ist dabei Nebensache. Man gewinnt zwar auch, ja, aber es geht nicht ums Gewinnen. Ist das ein Mini? Ne, war kein Mini. Der Aufschlag war ein bisschen hart. Das ist aber auch nachts echt schwierig zu sehen. Ja, ich glaube, Emils Kopf hat nicht genug geleuchtet, weil der ist jetzt irgendwie 12. Wie beende ich überhaupt den Stream gleich? Also, ich meine, ich kann den Stream ausmachen. Aber dann gibt's einfach 5 Stunden Schwarz-Action. Ich glaube, das gewinnen wir nicht mehr, ne? Das ist, kritisch jetzt. Es geht ja nicht ums Gewinnen. Aber wir werden auch nicht Erster, Zweiter, Dritter. Also, waren wir sehr schlecht. Oder? Oh, jetzt kommt aber hier der Gain. Jetzt kommt der Gain. Ich glaube, wenn ich eine von krieg,
Ne, ich brauche zwei davon. Dann haben wir dann können wir noch gewinnen. Eins. Zwei. Let's go, Leute. Und den schnappe ich mir noch. Jetzt muss die Urus Power kicken. Ah, nee. Ich hab's euch immer gesagt, ein Urus ist einfach Müll. Ich hab's einfach immer gesagt. Nehm ich eigentlich nie, aber egal. Muss ja keiner wissen. Wieso ist der Stream jetzt wieder aus? Hä? Das macht einfach keinen Sinn. Ach so, nee, ach, ich bin ja behindert. Okay. Ich hatte aber nur. Ah ja. Danke für den dritten. Ja, klar. Kein Ding. So, Emil, ich mache mir ja meine Kopfinnenbeleuchtung mit dem glühelektrischen Effekt hier anschalten. Wir brauchen hier wieder ein bisschen Manpower. Weil da muss ich noch was ändern. Bin ich jetzt überhaupt im Forza drin oder nicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall im Forza drin. Ah, bisschen Corona. Oh, ich male gerade gegeben. Und nehmen jetzt deine Kopfinnenbeleuchtung an. Weißt du das? Ich hoffe es schon. Da bist du doch. Ah ja, Kopfinnenbeleuchtung ist an, Emil. Jetzt will ich was sehen, ne? Das weißt du jetzt aber. Roll, roll, roll your bow gently down the street. Okay, die KI. Geht mal ein bisschen tauchen. Das muss ja auch mal ganz gut tun. Roll, roll, roll your boat gently down the street. Dop, di dop, di dop, di dop. Gently down the street. Row, row, row your boat gently down the street. Step at a pup at a pup at a pup up. Gently down the street. Guck mal, Emil, sowas will ich sehen. 1, 2, 3. Und alles nur wegen dem glühelektrischen Effekt. Das ist doch was Schönes. Das nenne ich echt mal was Schönes. Der glühelektrische Effekt, der rettet uns alle. Das. Und da war ein Mini. Ah, war nicht der richtige Mini. Ah, Drecksminis. Achtung, da ist ein Mini im Weg. Das werde ich meinem Physiklehrer mal erzählen. Dass der glühelektrische Effekt einfach den ganzen Stream gerettet hat. Da würde er stolz sein. Da ist der richtige Mini. Yeah! Epic Action. Oh nein, den sollte man vielleicht nicht wegrammen. Big Mac, ramm den weg. Du kriegst mich nicht. Der glühelektrische Effekt war einfach zu stark für mich. Für uns alle. Emil! Was los? Ich dachte. Da war ich die ganze Zeit stolz auf dich. Wegen deinem glühelektrischen Effekt. Auf einmal ist der letzte. Also, das ist jetzt schon irgendwie lustig. Was soll ich jetzt meinem Lehrer erzählen? Soll ich dem sagen, ja, der glühelektrische Effekt, der hat es einfach nicht für uns getan. Da war ich schon letzter. Ja.
Das musst du dann meinem Lehrer erzählen, das mache ich nicht. Das darf sie ihm dann gerne erzählen. Da bin ich ja nicht für zuständig. Kannst ihm gerne erzählen, ja, da war ich, der glühelektrische Effekt. Und dann, da bin ich am Check vorbeigefahren. Weil ich erzähle ihm das nicht. Dann hört sich's ja irgendwie ein bisschen bescheuert an, ne? Sag Bescheid, ich komm vorbei. Wie machst du Stress, ne? 3 Uhr hinterm Schulhof. Aber ohne treten. Aber Nahkampf mit klar, was, hä, wie denn sonst? Okay, Leute, wir haben jetzt 46%. Das kriegen wir jetzt aber auch hin, ne? Da traue ich euch jetzt mal. Okay, wir machen jetzt einmal Dirt. Dirt A800 mit Superlimousinen. Ja? Hört sich gut an? Genau, tut's nämlich nicht. Dann ist ja alles gut. Also, und jetzt möchte ich echt eine Glanzleitung sehen, weil ich hab noch halbe bis dreiviertel Stunde noch zu leben. Dann ist das ganze Geld weg. Aber also Super GT. Wieso haben die es nicht mal geordnet nach fucking Alphabet? Oh, V60 Polestar habe ich. Und das ist auch alles, okay. Also muss ich jetzt hoffen, dass ein Volvo mich durchcarried, ey. Da ist doch schon, warum ist denn das ganze Geld? Ja, ich habe gesagt, Zeit ist Geld. Und wenn die Zeit um ist, dann ist das Geld weg. Beziehungsweise, wenn das Geld weg ist, dann ist die Zeit um. Und wenn die Zeit um ist, ist das Geld weg. Naja, also jetzt muss ich mich in Volvo durchcarryen, ne? Da habe ich echt Angst. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Da muss ich ja mit meinem Skill kompensieren, ey. Das wird ja was. Beziehungsweise nichts eigentlich. Weil Skill ist so Mangelware momentan. Bin erstmal weg, mach nachher den Stream aus. Ich schau mal, ob ich ihn abschalten kann. Aber warte, tschüss Lino. Viel Spaß noch, ne? Warte, heißt das, wenn du streamst, sieht YouTube. Sieht. Ja. Ja. Die. Da läuft die ganze Zeit Geld weg von meinem Konto. Ja, weil ich verdiene mein Geld für Forza mit kleinen Jungs. Ja, klar, das ist ein Witz. Aber nee, für Geld mit kleinen Jungs verdiene ich das. Ne? Auf nicht Pedobasis. Weil ich gebe so kleinen Sechsklässlern Nachhilfe oder sowas in der Art. Oder kriege ich. Hä? Ach, das ist A-Klasse. Ach, Digga. Ich kann aber auch lesen, Alter. Ja, Olli. Nee. Ich gebe in der Schule so Nachhilfe für Sechsklässler. Wenn die es auf die Reihe kriegen. Und dann werde ich 16 Euro die Stunde bezahlt. Könnt ihr das vorstellen? Das ist mehr, als die bei Aldi an der Kasse verdienen, Alter. Wird richtig rich. Mach ja auch nur eine Stunde pro Woche, aber trotzdem, ey. Das ist richtig, richtig Money hier. Verdienen wahrscheinlich nicht mal Lino. Mit seinem YouTube-Money. Ja, schon krass. Ja, schon heftig. Ja, aber das Problem ist, diese Sechsklässler sind übelst die Huens. Also, ich hoffe, keiner guckt von ihnen zu. Ja, wahrscheinlich eh nicht, aber. Digga, das sind richtige Keks. Ich gebe Money mit 300 Euro. Ja, klar. Ja, aber ohne Witz, Sechsklässler sind richtige Keks. Da sitzen so 4 Keks, ne? 3 sind in einer Klasse, also sitzen die so. So, ja. Die sitzen so dann nebeneinander, ne? Und dann der eine, mit dem ich so zusammengearbeitet, der ist dann so richtig am Start. Der
Der macht ja seine Hausaufgaben, alles entspannt, lernt ein bisschen Vokabeln und so. Ja, ich kann aber gar nicht mehr in Deutsch, ne? Ich habe ja G8, die haben G9, Alter. Ich schaff das nicht. Der muss hier irgendwelche Attribute aufmalen, Alter. Was ist denn das? Ich hab den besseren. Nein. Ich hab den RS4. Was fährst du? RS6 oder was? Ja, ich finde den RS4 sogar ein bisschen sexier, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, ja, der. Alles klar. Alles klar, Forza. Alles klar, und ich werde einfach nicht resettet. jetzt. Okay. Naja, auf jeden Fall sitzen da so zu dritt. Und machen nur Scheiße, ne? Also ich mache das so mit einer anderen zusammen. Die dann drei dann so betreut. Und dann gucke ich da so rüber. Und dann machen die nur Scheiße mit der. Die haben die ganze Zeit nur gelacht und nur Unfug gemacht und nur über Fortnite geredet. Und ist ja nur Scheiße gemabert, ne? Und nichts gemacht im Endeffekt. Das waren richtige Keks. Also, die müssen mal echt ausgepeitscht werden eigentlich. Achso ja, und Adi, ne? Vielleicht kannst du nicht meinen Stream jetzt eigentlich zugucken, aber gleich, weil du magst, bist ja so ein kleiner Abkürzungsfetischist. Und dieses Rennen hat zwei richtig nice Abkürzungen. Die eine habe ich gerade schon gemacht. Kannst du vielleicht nochmal angucken. Und die andere kommt gleich. Die mache ich jetzt mal auch. Also erstmal gibt es eine ganz kleine Abkürzung, weil wenn man hier so rechts lang jumpt, dann ist das so minimal schneller, aber ja, das ist jetzt auch unwichtig. Aber wenn man hier irgendwo. Ist das hier gleich schon? Ja, das ist hier. Wenn man hier nach dieser Abkürzung einmal durch den Wald cuttet, dann ist das eine richtig nice Abkürzung. Man muss halt nur wissen, wo man rauskommt, weil hier irgendwo eine Barrier ist. Ja, genau. So. Und hier kann man dann nochmal einmal hier so lang fahren. Und dann nochmal gecuttet. Und was ist eigentlich bei unseren Botmates los, Alter? Was ist bei denen los? Jetzt mal no joke, Alter. Die können doch echt nichts. Ach, der ist im Pausenmenü, ja, alles klar. Alles klar. Jetzt werden wir hier von Adi durchgecarried, ey. Ach du heilige Scheiße. Wie soll denn das funktionieren, Emil? Kannst du mir probieren abzubremsen, Emil? Nicht Emil, Arti. Weil das wäre ziemlich sexy. Dann können Emil und ich hier einmal richtig durchrushen. Durch die ganze Menge. So, Emil, ich cutte jetzt einmal hier. Also, bis gleich, ne? Immer Angst, an diesen beiden Bäumen vorbei zu cutten, ey. Da traue ich mir einfach nicht. Ah ja, Adi macht einen guten Job. Das ist doch mal was ganz Neues. Nur Emil und ich hier machen jetzt einen scheiß Job. Das ist ja was ganz Neues. Arti macht was gut. Und ich mache was schlicht hier, ey. Das gibt's auch nicht. Ah, jetzt. Ah, nee. Es reicht gerade nicht so. Ah, scheiße. Ja, ist knapp, aber nächstes Mal machen wir das was. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann haben wir auch diese Oscar Boss und X Palmen X nicht mehr am Start. Bei mir haben wir gewonnen. Ja, du bist auch ein Keck. Oh, wir haben echt gewonnen. Oh, Junge, dieses Game, Alter, was war dem Game los? Wir haben so hart verkackt und dann nur, ja. Die sind so kacke. Ey, ich lasse die aber gewinnen. Nee, das ist schon unfassbar unfair für die. Wenn die so hart reinscheißen. Wenn solche Keks wie so ein Stone Officer dabei haben. Da ballert mich der eigene Teammate weg. Ja, ja, ja. Richtige Keks. Naja, als ich das Game schon gedacht, ah, eben so ein Stone Officer dabei. Ach ja, Adi, kennst du hier den Cut auch? Hier gibt's auch einen nice Cut. Kätzchen, einmal durch den Wald wieder. Willst du mir folgen durch den Wald? Nee? Also kennst du ihn nicht oder willst du mir nicht folgen durch den Wald?
Beides wäre schon schlecht. Ne, das erste wäre nicht so schlecht. Das zweite wäre schon schlecht. Komm, folgt mir aber durch den Wald. Okay, okay. Ja, dann folgt mir gleich mal durch den Wald. Also, guck mal, fest hier rum. Um die Kurvchen. Alles normal. Alles legit. Und hier? Ne, das ist noch nicht hier. Ich habe Lügen erzählt. Weiter fahren. Das ist echt gleich. Ja, die machen alle ein bisschen Stress hier. Hier jetzt, hier. Hier, da fährst du die Kurve sehr, sehr scharf. Nein. Und dann ein durch den Wald. Okay. Also, nächste Runde, ja? Nächste Runde machen wir's. Aber kleiner Cut gibt's auch noch hier. Wenn du ganz weit außen hier fährst, dann kannst du hier um Baum. Ja, genau. Guck mal, da kennst du schon einen von zwei. Und dann kannst du noch irgendwo da ab durch den Wald. Du musst die Kurve aber echt scharf nehmen. Und es darf kein Adi geben, der dir hinten in den Arsch fährt. Dann funktioniert der Cut. Aber weil du ja keinen Adi hast, der hinter dir ist und dir in den Arsch fahren kann, müsste der Cut bei dir funktionieren. Oh nein, jetzt habe ich einen Adi, der mir in den Arsch fährt. Jetzt bremst hier, ne? Genau, da können wir eigentlich noch krasser cutten, aber da habe ich mich nicht getraut. Ah ja, und der Cut, den mache ich. Ah, danke. Den mache ich auch nicht so gerne, deswegen. Aber naja. Ich bin ja auch ein Noob. Nee, war eigentlich nur ein Spaß. Ich bin in den Top 100 in B-Klasse drin. Auf Weird Flex. Und durch das Rennen ist Dom auch mal gequittet aus einer Runde mit mir. Weil ich den Cut genommen habe. Ich hasse diesen Cut. Kann ihn mal löschen, jemand? Bitte. Und kann er mich dann auch gleichzeitig mitlöschen? Danke. Wir haben wieder verkehrt. Ach, Mann. Wie kacke sind wir drei eigentlich? Kann er mir immer erklären? Hat er irgendwie eine Lösung zu, wieso wir so schlecht sind? Ach, und jetzt gewinnt und blockiert mich. Ja, man kennt ihn. Man kennt ihn. Okay. Jetzt müssen wir aber Legenden sein, ne? Das können wir ja, oder? Glaubt er an euch oder glaubt er nicht an euch? Ich glaub nicht an mich. Aber... Ihr müsst ja aber nur an euch glauben, dann ist alles gut. Guck mal, da gibt's schon mal keine Cuts, wenn du nicht so scheiße. Okay, ich fahr jetzt einmal nicht scheiße, okay? Ich verspreche es dir. Das ist sogar der Track, wo ich immer meine Autos drauf teste. Also den muss ich ja können. Und hier gibt's keine Cuts, die man nehmen kann und verkacken kann dabei. Ja. Das ist schon, the facts that they don't want you to know. Bekommst du eh nicht hin. Okay. Beine vom Tisch, ran an Schreibtisch und jetzt wird Adi gebumst. Ah, okay, ich werde von der KI gebumst. Da war wohl ein Faktor, den ich nicht ganz berechnet habe. Aber ich bin nicht scheiße gefahren. Und Adis Lackierung ist einfach, die füllt den Drip. Aber Adi fährt auch ein bisschen auf Tryhard, ne? Das muss man ihm lassen. Also außer die erste Kurve oder so, die hat er nicht so gerade auf... Okay, ja, nee, er fährt schon Müll. Aber er ist ein bisschen höher, deswegen ist er schneller durch das Wasser. Ah, okay, alles entspannt. Guckt euch diese Kurvenperformance an hier. Das ist echt hier Kampf ums Überleben.
bin halt echt am Konzentrieren, deswegen rede ich nicht so viel. Ich will ja eine Glanzrasur mit Gillette Abdel hinlegen. Und das kann ich nur, wenn ich mal meine Baguette-Luke schließe und einmal mal mein Hirn anschmeiße und dann mal richtig perfekt fahre. Guck mal, Adi ist einfach so hilflos, der muss schon Wallriden. Aber ich, Digga, ich habe ihn mit meiner französischen Schere einfach geschnitten. Da ist das einzige Sackhaar abgeflogen. Alter, was ist da los, Junge Adi? Was ist da los? Wie fühlst du dich jetzt? Von einer französischen Schere abgeschnitten. Mit Gillette Baguette. Rasiert. Ja, guck mal, da schreibt er nichts mehr zu, ey. Da hat er zu viel Respekt. Bis auf die ersten zwei Kurven warst du gut. Ja, die erste Kurve wurde ich von der KI gefickt und die zweite Kurve wurde ich von der KI gefickt. Also, ne? War schon ganz gut. So, und jetzt fahren wir den Ipatze. Ipatze, wie ich ihn gerne nenne. Katze Ipatze. Das ist doch ein schöner Name, oder nicht? Ausrede. Ja, ich habe Videobeweis. Katze Ipatze, weil Jaguar ist ja eine Katze und dann gibt's den Ipatze. Katze Ipatze. Ich finde, das ist der schönste Name für ein Auto. Und jeder, der was anderes denkt, der denkt falsch. Und das ist einfach so. Fake Video. Stimmt. Man kann ja immer deine Livestream faken. So, und da ist er. Herbst 50%. Und da ist Ferrari 512S. Ja, genau. Und da ist der Katze Ipatze. Ah, so. Dann begeben wir uns mal auf eine sexy Strecke. Lass deine schlechte Witze. Hä? Das ist kein Witz. Das ist ein Fakt, Arti. Ja, das ist ein Fakt. Und meine Witze sind nicht schlecht, die sind einfach zu gut für dein Verständnis. Ja? Ein Fakt. Ja, ein Fakt mit zwei Cs und einem K. Und zwei Ts. Sogar drei manchmal. Alter, ist das Auto slow. Holy fuck. Aber fährt sich schon irgendwie geil. Ich Katze, ich Patze. Nur am Kurven nicht so. What the fuck? Wieso übersteuert der komplett? Aber ich finde ihn echt sexy. Also, man kann ja jetzt auch sagen, was man will, ne? Man kann auch sagen, dass er hässlich ist, aber er ist schon sexy. Warum auch immer, ich 2 Jahre 6. Ja, ist gut. Gute Auto. Zwar nie Stiefel gelegte 3er BMW, aber immer gut, ne? Weil du weißt, 3er BMW, tiefer gelegt, Akrapovic, Labatovic, dreifach, vierfach Auspuff, Downpipe, Uppipe, Rightpipe, Sidepipe, alles. Ist immer noch beste, aber RS6 ist auch gut. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir gucken uns, was für Upgrades es gibt, weil den kann man nicht Stock fahren. Ja, das ist einfach, das ist eine Beleidigung für das Auto eigentlich. Aber ist schon geil, schon geil. Ja, schon geil. Okay, schon geil. Oh, ich liebe es, wenn dieses Zeichen aufploppt. Das darf man jetzt einfach mal appreciaten. Okay, einfach mal angucken. Ja, ich hab noch ein bisschen, 15 Minuten. Aber einmal dieses Logo angucken. Das auch einmal. Okay, ja, das sieht man auch nicht oft.
Aber wenn man es mal sieht, dann darf man es auch mal. Dann darf man es auch mal appreciaten. Ich finde es so dumm, dass es nicht ganz rechts ist, weil es eigentlich ja ist. Okay, also wir können 400 kW in das Auto pumpen. Warte mal, geht die. Klar, Gewicht geht natürlich nicht hoch, wenn man neue Teile einbaut. Ist klar. Aber, Junge, also das Ding ist echt nicht so krass. Ich da. Vor der Spoiler sieht gut aus. Okay, okay. Oh, das wird drauf geprüft. Also, wenn die schon so einen sexy Forza-Spoiler drauf machen, ne? Und dann geben die jetzt einfach das hier. In der Front. Oh, Junge, wieso, ey? Wieso? Wieso tun die das uns an? Das ist echt ein Unding. Okay, wir können hier immerhin Drag-Reifen drauf machen. Okay. 285er vorne hinten. Weil die Langeweile haben. Ja, keine Ahnung. Wieso kann ich ein Getriebe in ein E-Auto einbauen? Was kein Getriebe hat. Forza. Bitte. Wieso? Na, okay, ich hör auf. Ich hör einfach auf, mich zu beschweren. Mach mal rein, hab ich. Okay, Rennfedern. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie viel Gewicht kann ich abziehen? Naja. Okay. Dann lass uns mal sehen, was wir da jetzt gebaut haben für ein Ding. Achso, warte, ich will auch mal ganz kurz gucken. Wie hoch kriege ich die PI-Punkte? Ah ja, okay. Ja, man hat halt nur einen Gang. Aber der könnte wieder ganz schnell hin auf rückwärts sein, so, ne? Müssen wir mal testen. Also, wir gucken mal, wie krass der beschleunigen kann. Weil das können ja E-Autos eigentlich immer ganz gut. Okay, 300 km/h fährt der Spitze dann mit dem Tune. Boah, 2,5 Sekunden. Aber 150 Topspeed. Das wäre doch mal auch ein geiles Tune, oder nicht? Okay, gucken wir mal. Ist das wirklich das Krasseste? Also macht das überhaupt Sinn beim E-Auto? Eigentlich schon. Aber... Ich weiß nicht ganz genau, ob das Sinn machen würde. Okay. Wir gehen weiter runter, ne? Langsam, aber sicher. Jetzt ist der Wert stehen geblieben. Okay, geht er weiter runter. Okay. Jetzt ist der Wert, glaube ich, komplett stehen geblieben. Mal gucken. Ne, okay. Also. Machen wir mal 5,5 hier drauf. Ein bisschen die Topspeed vielleicht hochbringen. Okay. Ja, lass mal bei 5,5. Wir machen gleich noch Rückwärtstests damit. Das können wir alles mal auf 0 machen. Wir wollen ja nur die reine Acceleration hier einmal testen. Und das können wir halt am besten, wenn wir das einmal so machen. Die Federn hindern ein bisschen weicher. Das können wir eigentlich alles so lassen. Aero muss ein bisschen runter. Okay. Und Differential kommen wir auf 100%. Okay. Oh, hä? Okay, jetzt sind wir irgendwie runtergegangen. Das war jetzt auch irgendwie, das passiert ist. Beziehungsweise, wo das passiert ist.
okay. Also, ja. Dann testen wir mal die Performance, die man damit so erreichen kann. Das, schnell. Aber halt nur bis 100 und dann ist vorbei. Wie geil das Auto ist. Es geht halt direkt auf 100 und dann einfach vorbei. Das ist schon funny. Okay. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zu Autos. Und zwar machen wir jetzt einmal den Rückwärts-Performance-Test. Und zwar setzen wir alles mal hier nach oben. Übersetzung komplett auf Geschwindigkeit. Oh, rein da. Okay. So, genau. Der Rest können wir nicht so lassen. Mal gucken, wie dieses Auto beschleunigt. Weil der E-Motor müsste ja trotzdem noch kicken, oder? Ah, nee. Aber theoretisch müsste dieses Auto jetzt rückwärts der King sein. Oh, Alter. Okay, Arti, lass mal einen Rückwärts-Drag-Race machen, bitte. Wir machen das mal so wegen der Sync. Ich mache gleich jetzt eine Nachricht und wenn die verschwindet, dann fahren wir beide los, okay? Aber du musst rückwärts fahren, ne? Du musst auch rückwärts fahren. Dreh ich mal um. Oh, du kriegst es gleich. Doch, doch. Ey, und es ist ja unfair. Ja, okay, komm, dann lassen wir so. Okay. Ich mache jetzt eine Nachricht und wenn die verschwindet, dann geht's los. Hä? Meine ist noch da. Hä? Nein! Du fährst rückwärts. Wenn die Nachricht verschwindet, dann geht's los. Du fährst auch vorwärts, ich fahr rückwärts. Wenn die Nachricht verschwindet, dann geht's los. Nein, also neben der Map. Wenn die neben der Map verschwindet, dann geht's los. Und du fährst vorwärts, ich fahr rückwärts. Nur mal zum Testen. Das ist sogar echt gar nicht immer so kacke. Okay, jetzt lass mal noch mal testen. Du rückwärts und ich rückwärts, okay? Bitte. Will ja auch mal gewinnen. Aber ist es geil, also ist es echt dafür, dass das Ding rückwärts fährt, dass das echt gar nicht mehr so kacke. Oder Emil zu einen rückwärts Drag Race gegen mich machen. Muss aber noch die. Ja, okay, darfst du. Emil, du darfst auch mitmachen hier. Beim rückwärts Drag Race. Ich find's auch dumm, wie. Also, das ist ja so ein. Wenn er jetzt mit dem Huni-Truck ankommt, ne? Egal. Aber das ist ja so ein Ding in Forza allgemein. Die RPM gehen viel zu langsam hoch. Also, das ist ein Elektroauto, ne? Das heißt, theoretisch, wenn ich die Bremse gedrückt halte und dann Gas, sollte es instant bei Maximum sein. Aber das macht er nicht. Der geht hoch. Und das geht ja in Forza allgemein viel zu langsam hoch. Und das ist halt auch beim Elektroauto sehr, sehr merkbar. Der sollte eigentlich instant bei 14.000 sein. Instant. Das ist halt viel zu lange dafür. Ich glaube aber, der Rimac oder so macht das auch. Ist aber interessant, wenn ich die. Also, ich lasse jetzt einfach nur Gas los und dann fährt mein Auto trotzdem so ein bisschen vorwärts. Rückwärts, meine ich. Das ist auch interessant. Naja. So, Adi, bist du auch mal so weit oder brauchst du noch ein bisschen? Jetzt kommt
da mit seinem Regera an, Alter. Kann ich gleich mit meinem Remake antanzen. Ah ja, da bist du ja auch mal. Okay, dann. Es geht wieder los, wenn das von dem Map verschwindet. Don't fuck with the iPads. Ari. No, no, no. No good. Ah ja. Wie geil ist das denn? Hello, can somebody help me? Warte, funktioniert das nur mit dem 3 FR3? Ja, ja, das, der ist nicht so krass in FR4. Oder was meinst du? Ach so, ja, das wurde gefixt. Der ist ja früher unlimited rückwärts gefahren oder so und ja. Jetzt ist er wieder normal. Aber der Remake sollte eigentlich ganz gut sein. Man den hier mal. Ach nee, bei dem kann man die Besitzung ja nicht einstellen, stimmt. Aber der sollte trotzdem eigentlich ziemlich krass rückwärts sein, trotzdem. Testen wir den aber mal ganz kurz, so alleine. Boah. Der läuft aber auch, ne? Ah, aber der hat halt eine Topspeed. Oder halt der Volkswagen. Aber nicht sogar zwei davon, der ich alle verkauft, stimmt. Ist halt einer der krassesten Autos auf dem Track, aber halt auch, ziemlich flott, wenn man den rückwärts nimmt. So. Das war's aber auch mit Stream. Okay, also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, ich hatte meinen Spaß, Nino hatte bestimmt nicht seinen Spaß. Klar, immer, das freut mich, aber. Ja, ich denke mal, am Wochenende oder so machen wir dann die nächste Saison. Oder nächste am Wochenende machen wir diese Saison dann zu Ende. So, Deutsch bitte. Danke. Den Rest, genau. Ja. Dann bis dann. Was? Dann bis dann, dann. Ja. Ja. Bis denne. So. Dann Tschüsschen, Freunde.